Das Interesse an kleinen Wohnformen steigt. Viele Menschen haben Interesse an Tiny-Häusern. Auch im konventionellen Wohnungsbau gibt es inzwischen recht kleine Grundrisse. Und ich möchte speziell dafür plädieren, dass wir wegkommen mit ja, von Kleinhäusern mit Rädern hin zu richtigen, auch kleinen Modulhäusern, die dann aber sehr viel energieeffizienter sind und nicht so ein Fahrwerk haben, was halt doch so gut wie nie gebraucht wird. Ja, kleine Wohnformen mit Gartenbau. Mir geht es darum, dieses einzubinden in ländliche Entwicklung, was so eins meiner Hauptforschungsthemen ist. Wir müssen dafür sorgen, dass die Böden verbessert werden, dass bessere Lebensmittel hergestellt werden. Dafür braucht es sehr viel mehr Menschen auf dem Land. Und das ist Teil des Konzepts von ja, Neuem Dorf. Und hier wäre jetzt mal das Tiny House, wo ich sage, okay, wir haben hier diese Räder und da sollten wir von wegkommen. Also lieber feste Häuser bauen und das ist dann sehr viel effizienter. Und das Ganze soll eingebettet sein in ein Konzept für etwas, was ich Neues Dorf nenne, Gärtnerdörfer, Umwandlung von Bauernhöfen, auch Umwandlung, Ausbau von bestehenden Dörfern hin zu mehr lokaler Produktion. Und dafür braucht es ja, für die Gärtner, Gärtnerfamilien oder Gärtner-WGs, wie auch immer, braucht es ja, Hausformen, die auch günstig zu bauen sind, die man lokal herstellen kann. Und letztlich geht es hier nicht um Speckgürtel erweitern, genau das eben nicht, sondern es soll in einem vernünftigen Abstand von der Stadt Gartenringe geben, wo dann halt ja, neue Dörfer sind, Gärtnerdörfer, wo dann gute Nahrung erzeugt wird für die Stadt, durch den Humusaufbau die Wasserregeneration verbessert wird, wo aber auch die Stadt verbessert wird Richtung Green City und aus der Stadt dann auch wieder ordentliches Bodenfutter dazu kommt, dass Humus aufgebaut wird. Und das Ganze soll dafür zu führen, von Überurbanisierung und Landflucht wegzukommen. Den Städten wird es sehr gut tun, wenn dieser übermäßige Andrang aufhören würde. Und die Entvölkerung der ländlichen Räume ist eine Katastrophe. Es braucht Menschen, die sich um den Boden kümmern, die hochwertigste Nahrung produzieren und dort auch gut leben können. Interessante Lebensentwürfe in und mit der Natur. Ja, soweit vorweg und ich möchte ein paar Worte zu mir selber sagen. Warum bauen, warum Häuser? Ich selber beschäftige mich im Grunde schon mein Leben lang mit Häusern. Als Kind habe ich sehr viel mit Legosteinen und anderen Baukästen gebaut und schon da viele Häuser überlegt und habe später dann auch ein Bauingenieurstudium gemacht, mich da auf Siedlungswasserwirtschaft spezialisiert, weil mich das Wasser super interessiert hat, aber trotzdem hat mich das Bauen auch nicht losgelassen. Vorm Studium hatte ich eine Maurerlehre gemacht, ich kenne also auch die Praxis, habe bei etlichen Hausbauten auch mitgearbeitet, viele Projekte angeguckt in verschiedenen Teilen der Welt, verschiedenste Bauformen, verschiedenste Materialien. Und insofern habe ich inzwischen halt da einen ganz guten Überblick, was es gibt, was geht. Und durch die Beschäftigung mit ländlicher Entwicklung habe ich jetzt halt gesehen, okay, es ist prima, wenn wir zu kleineren Wohnformen kommen. Ja, und darum soll es jetzt gehen. Und dazu möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen was vorstellen. Wir haben die normalen Gebäude, die haben üblicherweise relativ große Grundrisse, die dann aber unflexibel sind, große Wohnräume und dann
offene Treppenhäuser, wo es dann nach oben geht und dann, wenn eine Familie in dem Haus wohnt, passt das ganz gut. Wenn dann aber entweder nur noch ja, die Eltern überbleiben oder oft ist es ja sogar nur noch eine Person dann oder die Familie sich trennt schon früher, ist das sehr unflexibel und deshalb ist das Konzept nicht wirklich so sinnvoll. Es geht tatsächlich darum, jetzt kleinere Grundrisse zu machen, die flexibler sind. Und das könnte dann so aussehen, dass wir halt solche Grundrisse kriegen, die grundsätzlich sehr viel kleiner sind. Und die können dann aber auch modular aufgebaut werden, dass man zum Beispiel zwei davon aneinander baut, dazwischen ein Gewächshaus oder die auch, wenn man die nicht nebeneinander setzen will, das braucht relativ viel Fläche, kann man auch dann ja, zwei übereinander setzen, die Eingänge so gestalten, dass die nebeneinander sein können. Es kann da ein Gewächshaus da dran sein, damit man einen erweiterten Lebensraum hat. Und das ist so der Ansatz. Und wenn man sich jetzt so einen Grundriss hier anguckt, das ist sehr viel kompakter und auch doppelt so groß wie Tiny Häusern auf Rädern. Die Kosten für so ein Modul sind aber ja nicht viel höher oder sogar günstiger als Tiny Häuser. Das ist halt dann aber doppelt so viel Wohnraum. Es kann sehr leicht ein Passiv-Passiv-Haus sein. Und damit haben wir dann halt die Möglichkeit, da tatsächlich dann ein Haus zu haben, was relativ günstig gebaut werden kann. Die Kosten gehen ungefähr nach den Quadratmetern. Man kann ganz grob über den Daumen sagen, das passt nicht so ganz überall, aber im ländlichen Raum, wo halt auch die Arbeit, zum Teil etwas günstiger ist, kann man sagen, 2000 Euro pro Quadratmeter gebaute Wohnfläche. Und so kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass halt große Grundrisse halt, wie jetzt hier das obere, das wird dann sehr, sehr teuer. Und damit besteht dann halt oft eine Abhängigkeit von der Bank. Und das ist halt etwas, was, ja, viele nicht wollen und was auch aus vielen Gründen nicht empfehlenswert ist. Und wenn man jetzt so einen kleinen Grundriss baut, kann man das oft selbst finanzieren aus dem bekannten Verwandtenkreis und macht sich so nicht sein Leben lang abhängig im schlimmsten Fall. Ja, und da möchte ich noch ein paar Sachen sagen zur Wahl der Baumaterialien. Ich sage einfach nur das, was ich selber gut finde, nachdem ich mich da jetzt wirklich Jahrzehnte mit beschäftigt habe. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen natürlich, aber ich sage einfach das, was ich wichtig finde. Also erstens sollte man eine Lebensdauer haben, die sollte 500 Jahre und mehr sein. Das ist etwas, was vielleicht für viele exotisch klingt. In der Zeit, wo absurderweise Häuser so gebaut werden, dass die nach 40, 50 Jahren wieder Schrott sind und dann einen Haufen Sondermüll hinterlassen, sowas ist einfach nur absurd. Und da ist halt einfach auch wichtig, dass man dazu Baustoffen und Bauformen kommt, die sehr, sehr dauerhaft sind. Ich habe selber mal ein Haus gehabt mit meinem Ingenieurbüro in Lübeck. Das war so an die 500 Jahre alt. Und das ist natürlich etwas, wo es ja einfach dann sehr, sehr geringe Jahreskosten gibt. Also wenn man das ausrechnet, was das pro Generation kostet, das ist dann wirklich fast nichts. Und insofern ist das sehr erstrebenswert. Warum haben unsere Vorfahren sowas gemacht? Da profitieren heute noch viele davon. Und so können dann die Wohnkosten drastisch sinken.
Ja, dann noch ein Wort jetzt zu den Baumaterialien. Ich sage, dass es im Grunde drei Typen von Bau gibt, die ich klasse finde. Das eine ist Vollholz. Das andere ist Volllehm mit Stroh. Und das dritte wäre dann so der übliche Massivbau mit den üblichen Steinen, die so auf dem Markt sind. Beim Lehmbau ist es halt tatsächlich am besten, wenn man Lehmsteine macht, handgestrichen mit Stroh, idealerweise Hanfstroh, aber es darf auch normales Stroh sein von Getreidefeldern. Und die Steine sollten luftgetrocknet sein und handgestrichen. Pressen macht die Steine kaputt, also das hält sehr viel besser, wenn die einfach handgestrichen sind. Und dann sollten sie monolithisch sein, also komplett aus Lehm. Man kann außen oder innen noch Stützen reinstellen, wenn man es denn will oder muss. Nötig ist es nicht, wenn die Steine gut gemacht sind, halten die sehr viel. Der Nachteil ist offensichtlich, man muss es gut vor Wasser schützen, große Dachüberstände und auch von unten her einen Stein erstmal haben, dass der Lehm nicht feucht werden kann. Vollholz ist großartig, besonders in nördlichen Klimaten, weil sehr viel Holz zur Verfügung steht. Und wenn Häuser 500 Jahre halten, kann danach das Holz immer noch genutzt werden. Es gibt Holzgebäude, die schon seit 1500 Jahren und länger stehen. Und wenn man jetzt doch relativ konventionell bauen will, kann man halt auch mit den üblichen Tonsteinen ganz gut arbeiten. Poröse Tonmaterialien haben sehr gute Dämmeigenschaften, sind sehr kosteneffizient, auch zur Verarbeitung gut, Großformate. Und das ist etwas, was im Grunde auch sehr sinnvoll ist. Ja, da gibt es noch eine Sache. Ich selber vertrete halt lokale Produktion und deshalb finde ich es halt gut, wenn man beim Vollholz nicht unbedingt jetzt auf Bauformen setzt, wo es riesige Fertigungsstraßen gibt, wo dann das Holz hunderte von Kilometern fährt, das Haus in Wänden hinterher auch hunderte von Kilometern fährt. So toll das auch ist, die Konzepte, die da entstanden sind, finde ich großartig, aber ich bin für lokalen Bau, Arbeit für lokale Handwerker, Handwerkerinnen und auch lokaler Forst soll das Holz bieten. Man braucht da nicht weit mitfahren. Lokales Sägewerk oder ein mobiles Sägewerk. Und das ist halt ein Anliegen, was ich habe, halt diese Vollholzhäuser handwerklich herzustellen. Das ist eine Herausforderung, ist noch nicht ganz klar, ob es geht, aber das soll jetzt in diesem Jahr erfolgen. Ja, bei Lehmbau gibt es eigentlich viele gute Infos und ich finde tatsächlich jetzt nach dem, was ich von Leuten gehört habe, die da ein Leben lang Forschung zugemacht haben und in der Praxis stehen, Volllehm, also Lehmsteine und nicht Fachwerk, sondern halt tatsächlich das Ganze zusammenhängend bauen in Lehmsteinen und das ist ein effektiver Bau. Es gibt auch Stampflehm mit gezogenen Schalungen oder Strohballenbau, aber es scheint so, dass die in der tatsächlichen Überprüfung der Praxis Lehmsteine deutlich überlegen sind, weniger Arbeit sind, dann auch bessere baubiologische Eigenschaften haben. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Da findet man so viele Meinungen, wie es Leute gibt. Und ich bringe hier einfach mal das, was meine eigene Erfahrung ist. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass das Haus halt, das Gebäude diffusionsoffen ist und diffusionsoffen heißt, vielleicht besser in Blau, dass so die Feuchtigkeit raus kann, dass man keine Dampfsperre braucht. Und ich möchte gerne eine Bauform, die passiv-passiv ist, also keine
Lüftungssysteme, die den ganzen Tag surren, sowas würde mich wahnsinnig machen, was auch dann wieder Energie verbraucht. Also die technischen Passivhäuser haben eigentlich ihre Versprechen nur teilweise erfüllt und das ist halt etwas, wo ich sage, passiv, passiv, keine Dampfsperre und dann geht der Dampf so von selber raus, man braucht nicht diese Zwangslüftung und das ist vom Baubiologischen einfach sehr viel besser, angenehmer, einfacher, weniger Technik und das ist so etwas, wie ich es jetzt halt auch selber baue. Ja, dann geht es jetzt weiter und ich möchte einfach mal ein bisschen so die Extreme zeigen. Ich habe vorhin schon einmal das Tiny House auf Rädern gezeigt, da möchte ich hier nicht viel zu sagen. Da gibt es sehr viel Videos, aber feste Häuser haben sehr, sehr viele Vorteile. Und hier gibt es halt einen tollen Entwurf, das ist von Open Source Ecology, wo es auch eine deutsche Abteilung gibt. Und die haben so einen sehr kleinen Grundriss gemacht. Also dieses Gebäude hier, das hat einfach nur 3 Meter mal 3 Meter und hat aber innen, wie man hier sieht, noch so eine Empore, also über dem Badezimmer ist halt dann so eine Schlafempore. Die haben ein pfiffiges Modul entwickelt für ein Energiesystem und das ist jetzt ja extrem kompakt. Warum nicht, wenn man einsteigt? Also junge Leute, die jetzt erstmal anfangen, erstmal vielleicht alleine sind oder ein Pärchen, was sich gerade was aufbaut. Sowas kann man mit sehr, sehr wenig Aufwand bauen. Das kann trotzdem auch ja, lange stehen. Und das ist halt etwas, was ich sinnvoller finde als Tiny Häuser auf Rädern, wobei die Tiny Häuser auf Rädern den Vorteil haben, dass die natürlich dann, wenn man dann ein richtiges Haus gebaut hat, auch weiter gefahren werden können. Und bei solchen Häusern kann man auch so bauen, dass man die auch transportieren kann. Und es gibt auch Schraubfundamente, also man könnte hier drunter Fundamente haben, die so in den Boden geschraubt werden, wo man dann halt auch keine Betonfundamente braucht und das Haus auch wieder mitnehmen könnte. Dieses Beispiel, was hier jetzt gezeigt ist, wäre da nicht für geeignet, aber aus Vollholz kann man allemal Wände bauen oder Teile bauen, die man dann zusammenbauen kann und abbauen kann. Ja, das ist jetzt für viele sicherlich sehr klein. Und dann gibt es halt vom Clemens Jakob eine tolle Entwicklung, das Own Home. Das ist ein Bausatzhaus, was mit dem LKW angeliefert wird und 18 Quadratmeter Wohnfläche hat. Ich habe selber schon dreimal darin gewohnt, bei Vorträgen bei ihm. Und das Haus ist toll, tolle Wohnatmosphäre. Was mir gefällt, sind auch die ausgerundeten Wände, ein tolles Energiekonzept, autark für Wasser und auch Energie. Hier kommt auch ein großes Gewächshaus dran, was dann halt so die Fläche noch erweitert, die Wohnfläche. Und das ist dann eine pfiffige Sache. Ja, und dann gibt es ja auch so Dome. Ich habe hier gerade noch einen Hinweis gekriegt gehabt von solch einem Domhaus, was in Russland entwickelt wird, dort auch relativ preiswert gebaut wird in verschiedensten Größen. Und da ist halt tatsächlich diese Größe, so 44 Quadratmeter oder 50 Quadratmeter, ja, einfach mit so kleinen Grundrissen. Bei den Domen sehe ich halt den Nachteil, dass wenn es regnet, kommt das Wasser an alles Baumaterial. Das ist also kein guter Bautenschutz. Ich mag eigentlich lieber Häuser, die einen großen Dachüberstand haben, weil die eher trocken bleiben. Solche Dome gibt es auch in Deutschland. Also das ist jetzt hier ein solcher Dom hier, der hier als Klangdom gebaut ist. Hier daneben noch ein Tiny House. Das ist der Wohnwagen. Es gibt auch den Wohnwaggon. Das sind so ja, relativ luxuriöse Tiny Häuser, die auch nicht ganz billig sind. Und da gibt es halt
viele Möglichkeiten. Dann im Konventionellen gibt es auch kleinere Grundrisse. Also hier Firma Roth Massivhaus bei Berlin. Und die haben hier ein Mini-Haus, 47 Quadratmeter, ein anderes, dieses hier 45 Quadratmeter. Und das ist anständig, was sie hier entwickelt haben. Also dieser Grundriss ist gar nicht so leicht, gute Grundrisse für kleine Häuser zu machen. Das ist gut gelungen und durchaus pfiffig. Ja, und wer Geld über hat und damit um sich schmeißen kann, kann das gerne machen und große Grundrisse bauen. Ökologisch ist das natürlich irgendwann auch nicht mehr. Kleine Grundrisse brauchen auch sehr viel weniger Energie. Man muss immer die Energie pro Person ausrechnen und nicht einfach pro Quadratmeter. Und da ist halt so ein Haus klasse. Und wie gesagt, das ist die Größe ist ja quadratisch geht das ins Geld. Und Abhängigkeit von Banken ist etwas, was nicht für jedermann ist. Und insofern ist es etwas, wo hier mit so kleineren Grundrissen kann man halt da sich aus Abhängigkeiten entweder schnell befreien oder gar nicht erst da reingeraten. Und wenn man einen Garten ringsrum hat, ist das angenehm. Solche kleinen Grundrisse für die Stadt fände ich schrecklich. Das wäre Käfighaltung. Also in der Stadt sollten Wohnungen größer sein, sowieso einen Balkon haben und auch Dachgärten haben. Alle Häuser in den Städten sollten Dachgärten haben, dass die Menschen auch ein bisschen Natur gestalten können, raus können, besonders alte Leute auch. Das ist halt etwas, wo die Städte einfach absolut absurd gebaut sind. Ja, dann hier ist eine schöne Masterarbeit von der Hafen City Universität in Hamburg, die Architektur- und Bauuni. Die haben zwei Studierende, die ich auch mitberaten habe, einen sehr schönen Entwurf gehabt gemacht für so ein Modulhaus. Das, was hier im Bild ist, ist so ein Einermodul. Das ist natürlich jetzt architektonisch gemacht, auf beiden Seiten großes Glas. Das ist natürlich energetisch nicht jetzt das Ideale, aber das ist jetzt hier auch nur ein Beispiel. Und man kann diese Grundrisse dann auch fast beliebig vergrößern. Also das Kleine für ein bis zwei Häuser. Und dann auch größere Einheiten für ja, Familie oder WG. Und dieses Haus hier, das kann per Container-LKW angeliefert werden. Also man hat hier zwei Teile, die werden dann so entgegengesetzt, auf einen Container-LKW gesetzt. Und insofern kann das Haus Räder haben, wo die Räder muss man nicht teuer bezahlen, sondern die braucht man nur einmal bei der Lieferung. Und das ist ein tolles Konzept hier von Milan Pribnow und Jan Bock. Ja, jetzt zu meinem eigenen Entwurf. Ich habe für mich so gesagt, ich finde ein Modul für ein bis zwei Personen ganz gut in der Größe von etwa 6 mal 6 Meter innen. Und dabei ist halt wichtig, auch wieder, wenn man auf dem Land ist, kann man einen großen Teil des Jahres raus. Und wenn man dann noch ein schönes Gewächshaus hat, dann hat man noch erweiterten Lebensraum. Und da kann man dann halt auch, selbst im Winter, hier bin ich da in Schweden bei Kollegen eingeladen im Januar, wir haben im Gewächshaus gesessen, sehr schön gegessen da. Und das ist halt eine Kombination von Produktionsraum und Lebensraum. Ja, jetzt ein bisschen was zu den Modulen, die ich entwickelt habe. Ich will einmal erstmal die Grundidee darstellen. Und das ist etwas, wo ja, es verschiedene Möglichkeiten gibt. Die Idee ist, dass man ein Grundmodul hat, was eine sinnvolle Größe hat, eine sinnvolle Raumaufteilung hat, wo man, wenn man jetzt ein so ein Modul erstmal baut, später auch erweitern kann, wo man sagen kann, okay, jetzt kommen Kinder, bauen noch ein weiteres Modul, entweder obendrauf oder nebendran.
Und dann ist die Idee, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder älter werden und vielleicht ihren eigenen Weg gehen, dann können die einen eigenen Eingang kriegen. Wenn sie wegziehen, kann man halt das andere Modul vermieten, wenn sich die Eltern trennen, was ja sehr häufig ist, dann ja, kann auch jeder sein eigenes Modul haben und man kann sich vielleicht dann weiterhin auch vertragen und wenn nur eine Person überbleibt, kann das andere Modul zum Beispiel vermietet werden. Im Alter, wenn vielleicht Pflege nötig ist, kann ein Modul an eine Pflegekraft vermietet werden. Und insofern ist das dann sehr viel flexibler. Und da zeige ich jetzt einfach mal so ein paar Entwürfe. Ja, das wäre so das Grundmodul, Mini-Modulhaus, was ich selber entwickelt habe über viele Jahre. Das sieht jetzt alles relativ einfach aus, aber das war recht viel Arbeit. Und ja, da ist jetzt hier zu sehen, dass wir da die Möglichkeit haben, ein Gewächshaus anzubauen. Also hier wäre erweiterter Lebensraum, aber auch Produktion, ne? Ich kann hier Pflanzen vorziehen und so weiter. Und es ist natürlich gedacht, dass man hier ringsrum Gärten anlegt, dass man die Region auch schön macht, auch produktiv, zum Beispiel Bäume, die auch Nahrung produzieren und so weiter. Ja, das wäre jetzt das einfachste Modul. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, so nur 36 Quadratmeter ist mir zu wenig. Und jetzt kann ich aber mit gar nicht so viel mehr Aufwand das Ganze als ja, Doppelmodul machen. Und habe dann sehr, sehr viel mehr Platz. Und das ist jetzt tatsächlich ein Entwurf, wo man halt hier über eine Wendeltreppe auch nach oben kommt. Man kann zwei Eingänge machen und damit ist man dann auch flexibler. Die Grundrisse hier, das ist jetzt ein Beispiel für einen 36 Quadratmeter Grundriss. Hier kann ein Eingang sein. Man kann aber auch den Zugang einfach ins Wohnzimmer, also Küche, Wohnzimmer wäre das der größere Raum üblicherweise. Und dann kann man hier das auch anders nutzen oder das Bad noch größer machen. Ja, diese Variante mit dem Einer-Modulhaus habe ich selber jetzt gebaut. Das ist jetzt einfach erstmal in Massivbau gebaut, Erdgeschoss, weil bauen jetzt in Vollholz und das ist experimentell, weil wir das handwerklich machen wollen. Das ist noch nicht ganz klar, wie gut das funktioniert. Deshalb wollte ich nicht zu viel Risiko eingehen. Und da ist halt jetzt hier das in Massivbau, Holz, Massivbau entstanden. Der Rohbau jetzt erstmal ist relativ preiswert geworden bisher. Und das ist jetzt schön auch zu sehen, wie solche Räume sich anfühlen. Ja, hier nochmal das Einer und das wäre jetzt mit Pyramidendach. Und jetzt kann man aber auch, wenn man sagt ein Einer, aber mit mehr Platz, kann man das Ganze mit einem Pultdach machen. Und so ein Pultdach kann entweder ein einzelner Raum sein oben, dass man einen großen getrennten Raum hat, was weiß ich, eine Nutzfläche, Seminarraum, auch vielfach nutzbar oder einfach auch nur einen großen Boden, wo man halt Kräuter trocknet oder Verarbeitung von Gemüse macht, was auch immer. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Und man kann aber auch jetzt das Ganze, um das so offener zu machen. Ich habe jetzt so einen Entwurfsvorschlag für eine Bekannte gemacht und sie sagte, ja, nee, mir ist das so irgendwie, ich will das so großzügiger haben. Und da habe ich jetzt so einen Vorschlag gemacht, dass halt dieses Dach offen ist, dass aber hier über Küchenbereich und dem Bad eine Empore ist. Und das kann dann halt entweder nur mit einem Geländer sein, kleine Treppe da hoch, oder man kann halt das auch oben geschlossen machen und dann hat man aber hier so relativ weiten Blick
einen großen Raum, der dann doch recht attraktiv sein kann. Und man könnte diesen oberen Teil dann auch, wenn man das noch großzügiger machen will, da kann ich natürlich auch noch ein Fenster, eine Gaube reinmachen. Ja, das würde dann so aussehen. Ja, dann die ja, verschiedenen Raumausführungen sind natürlich flexibel. Das wäre bei so einer Empore der Nachteil, dass wir eine Treppe im Gebäude haben. Ich habe das hier schon mal so vorab skizziert. Und das wäre halt hier eine Möglichkeit, eine relativ kleine Treppe zu machen. Und dann hier oben, das ist dann halt hier die Empore. Darunter ist halt hier eine Küche, ein Bad. Die Bäder würde ich nicht zu klein machen, weil das ist halt einfach was, was eine gewisse Großzügigkeit dann auch ermöglicht. Dann hier eine Sitzecke und so weiter. Also das kann man ja so dann gestalten, wie man es möchte. Und mit Gewächshaus dran hat man dann auch diesen erweiterten Raum. So, ja, dann komme ich zu den Sachen, wie das auch aussehen kann. Also das wäre jetzt das Mini-Modulhaus mit dem unteren Modul 36 Quadratmeter und dann oben hätten wir halt hier dieses Modul im Dach und das könnte einfach eine ganz kleine Dachwohnung sein. Dann wäre das hier unten zum Beispiel 36 Quadratmeter, oben 25 Quadratmeter. Wie gesagt, immer, also man ist draußen, man hat viel Fläche ringsrum, man ist sofort auf der Terrasse, also nach DIN ist das mehr Wohnfläche, das kann man jetzt nicht direkt mit der Stadt vergleichen. Wie gesagt, in der Stadt finde ich es furchtbar, kleine Wohnflächen zu haben. Ja, die könnten dann von der Seite so aussehen. Viele Möglichkeiten, das heißt jetzt gar nicht, das muss man so machen. Ich möchte einfach die Denkanregung geben, kleine Wohnformen zu schaffen, die dann sehr flexibel sind und vielfältige Nutzungsmöglichkeit haben und auch angenehm sind. Ja, dann hier ist noch die Idee, das habe ich jetzt auch mal für einen Bekannten gezeichnet, der allerdings jetzt was anderes baut. Das ist jetzt im Grunde das gleiche Modul, was wir vorher schon hatten, aber dann halt zweimal nebeneinander. Und das hat den Vorteil, man hat jetzt hier dazwischen großes Gewächshaus, da kann auch eine Empore drauf, ich kann hier ein Satteldach machen, was auch noch nutzbar ist. Aber was man natürlich sofort sieht, dass man hier eine sehr große Fläche mit seinem Haus bedeckt. Und ich finde eigentlich dieses Kompakte, wenn man jetzt tatsächlich so zwei übereinander macht, mit was auch immer für einem Dach, das braucht sehr viel weniger Grundfläche. Und viele Menschen mögen auch weiter oben wohnen, also dass man halt tatsächlich da so, ja, so ein bisschen Ausblick hat. Da ist es halt schön, wenn man darauf Rücksicht nimmt, was die Menschen wollen. Aber hat alles Vor- und Nachteile, selbstverständlich. Ja, hier nochmal die verschiedenen Formen in Lego. meine Kinder waren halt schon aus dem Lego-Alter raus, als ich dann hiermit anfing. Und ja, übrigens gar nicht so leicht, weiße Lego-Steine zu finden. Da muss man eine ganze Menge Packungen kaufen und viele farbige dann an die Seite tun. Hier hinten ist übrigens die Terra Preta-Toilette zu sehen. Das ist also hier das Terra Preta Sanitation Modell. Ist relativ einfach im ländlichen Raum auch unabhängige Wasser-Abwassersysteme zu machen. Aber man muss wissen, wie. Also es geht nicht so ganz einfach. Man muss aber auf Kanalnetze verzichten, weil sonst wird das alles schon sehr teuer im Ansatz. Ja, das ist jetzt hier das Gebäude, was wir jetzt bauen. Und das ist so Zweiermodul und Gewächshaus dran. Und hier ist halt auch die Sache,
Die Module können komplett einzeln genutzt werden. Also es sind hier von der Seite dann auch zwei unabhängige Eingänge. Es gibt hier in dem vorderen Teil jetzt auch getrennt von dem Gewächshaus, gibt es hier, ich weiß nicht, wie man Wendeltreppen malen kann, aber irgendwie sowas in der Art. Naja, das schnell wieder wegmachen, dass das niemand sieht. Da ist eine Wendeltreppe, die da hochgeht. Und wenn man das als Haus für eine Familie oder auch gemeinsam nutzen will, als Paar oder WG, dann kann man halt einfach das offen lassen, die Türen offen lassen. Ansonsten macht man hier einfach eine Tür zu und hat halt getrennte Gebäude, die man auch ansonsten einzeln vermieten kann. Ich habe hier jetzt Photovoltaikmodule, da noch ein Wort dazu. Ich selber mache selber viel Geomantie, also Wahrnehmung von so den Energien, die man technisch nicht oder nur ganz, ganz engen Grenzen messen kann. Und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Auch wenn es für viele schwer greifbar ist, ist aber für alle spürbar, auch für die, die es nicht bewusst spüren. Ich werde jetzt hier die Module runterpacken, hier vor die Terrasse, weil ich will diese ganze Elektrik und Technik nicht so nah am Wohngebäude haben. Und diejenigen, die jetzt so Module aufs Dach packen, das geht gar nicht. Also das ist irgendwie was, was lebensfeindlich ist. Es gibt Berichte von Bauern, die auf dem Stall große Solaranlagen gebaut haben. Danach wollten die Kühe da nicht mehr rein. Und das ist halt etwas, wo ja, es einfach besser ist, wenn man da so ein bisschen Rücksicht nimmt auf das, was Menschen, die einfach auf die Wahrnehmung achten, auch spüren können. Ja, und ein Wort ist noch, jetzt ist das natürlich hier sehr von dem Bild her, die technischen Zeichnungen werden leider immer sehr quadratisch. Was wir jetzt machen werden, ist aber, dass wir die Kanten hier abrunden und auch von innen. Und das ist jetzt so der Grundriss, was ich jetzt mal ein bisschen spielerisch gemacht habe. Also außenrum wäre hier Vollholz in mehreren Schichten lokal hergestellt. Und um das Ganze so ein bisschen auszurunden, werden die Ecken halt hier gerundet. Und innen aber auch, also dass man innen auch so eine, so einen Dreiecksstab zum Beispiel reinsetzt, oder das halt dann mit, wenn man das jetzt in Lehm macht oder in Massivstein, dass man das dann im Putz, dass man so eine Hohlkehle da rein macht, was weiß ich da. 10 cm Durchmesser, 12 cm Durchmesser. Und ich habe jetzt halt hier Vollholz gemacht und habe jetzt hier für innen mal so eine Variante gemacht, innen in Lehmsteinen. Dann kann man sehr schön auch so runde Formen hier machen, was dann halt so eine organische Form auch hat. Und das ist jetzt hier so ein mehr bisschen spielerischerer Grundriss. Der vielleicht jetzt auch nicht genauso wird, aber das ist halt jetzt so die Antwort auf die Frage, wenn das jetzt so technisch wird. Und ich hatte anfangs das Ganze mit einem Pultdach, um das auch als Gründach zu machen. Ein Pultdach ist aber so vom Energiefluss jetzt wieder geomantisch gesehen nicht ideal. Und insofern, ja, war jetzt da zu einem Pyramidendach gekommen. Man könnte auch ein flaches Pyramidendach als Gründach machen. Und das ist etwas, wo dann da obendrauf Magerrasen, also immer extensiv Gründach, niemals intensiv. Und das extensiv Gründach hat halt dann einen guten Lebensraum, weil diese Magerrasen sehr, sehr selten sind. Ist ein wichtiges Biotop und so kann man halt auch was für die Landschaft tun. Ja, dann. Zum Abschluss, ich möchte einfach noch mal ein bisschen jetzt zusammenfassen, was so die Hauptaspekte sind. Also, das Ganze soll
produktiv sein, eine produktive Gegend, also Gartenbau. Und Modulhaus. Dann 500 Jahre plus nutzbar. Dann passiv. Da noch eine interessante Sache zum Energiesystem. Man hat baut auch immer noch thermische Solaranlagen. Eigentlich klasse, sehr sympathisch. Allerdings hat sich jetzt gezeigt, dass wenn man sowieso ein Photovoltaiksystem macht, kann man durch diese Photovoltaik auch das Warmwasser machen. Dann hängt einfach so eine Art Tauchsieder im Warmwasserspeicher. Und es ist sehr viel einfacher. Und im Sommer habe ich oft einen riesigen Überschuss an Heißwasser bei den thermischen Kollektoren. Und so kann ich dann halt einfach dann den Überschuss ins Netz einspeisen oder in entsprechende Batterien für lokale Netzwerke, wenn man das autark macht. Und hat dann halt eine sehr viel bessere Flexibilität. Ja, weitere Punkte, Baustoffe. Vollholz. Lehm, auch Volllehm oder halt Massivbau. Konventionell. Dann gibt es noch den Aspekt dieser Modularität. Modular. Wo man halt ja entweder eins nur macht, übereinander baut. Und ein anderer Aspekt ist, was ich auch noch klasse finde, das ist so die Idee, dass man halt, wenn man jetzt, wir haben ja jetzt hier den Nachteil, dass wir, wenn wir jetzt keine Räder haben, das ganze Ding nur mit LKW umziehen können. Und wenn man jetzt so ein Modul hat, ich mache jetzt mir mal einfach, ich male jetzt hier mal so ein, ich mache mir einfach mal hier so ein bisschen Platz wieder. Wenn man so ein Modul hat, dann wäre das zum Beispiel eine Hälfte des Moduls und das die andere Hälfte. Und dann könnte man das so bauen, dass halt die hier entsprechend verschraubt werden. Also es geht natürlich jetzt nur mit Vollholz und nicht mit Lehm oder Massivbau. Und diese beiden Teile können dann halt auf einen LKW gepackt werden und dann kann das halt transportiert werden. Container-LKW, da gibt es natürlich die Größen, die Breitenbegrenzungen, aber da kriegt man schon gute Grundrisse hin. Und dann ist auch die Vorfertigung in der Werkstatt möglich. Mir ist jetzt klar geworden, wo jetzt der Bau ansteht, dass wenn man das lokal tatsächlich herstellt in einem Wohngebiet, dass man da doch sehr viel Lärmbelastung produziert, auch sehr wetterabhängig ist. Und das sind zwei sehr gute Gründe, eine Vorfertigung zu machen in einem Gebäude, in einer Werkhalle, lokale Werkhalle. Und dass man das dann rausfährt, aufbaut auf Schraubfundamenten zum Beispiel und das dann aber notfalls auch wieder abbauen kann auf dem Land, wenn die Gegend irgendwie dann doch nicht funktioniert oder man irgendwie merkt, dass man in der Gegend nichts werden kann, sind Häuser dann oft nicht mehr verkaufbar, weil andere da nicht hinwollen. Und wenn man das Haus aber auf den LKW packen kann, dann hat das einen großen Vorteil. Gut, das noch so als Zwischenbemerkung und dann wäre halt, genau, hier war modular und Transport ohne Räder. Ja, das ist das, was ich hier rüberbringen wollte. Ich hoffe,
dass ein bisschen was Interessantes war. Und ja, ich freue mich über Feedback, also Diskussionen, Anregungen zu Baustoffen und so weiter hier unten drunter in YouTube. Diese Diskussionsforen sind klasse und ich freue mich da über Rückmeldungen. Ich kriege immer eine Nachricht, wenn jemand da was macht und wenn es passt und interessant ist, melde ich mich da auch drauf zurück. Und ansonsten gibt es weitere Informationen in meiner persönlichen Website gartenring.org, wo man auch selber Projekte finden kann, Projekte reinsetzen kann und so weiter. Ja, damit möchte ich mich bedanken und bis dahin. Tschüss.